Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Ja, die deutschen Anleger müssen die FED-Entscheidung heute verdauen. Man hat wie erwartet den Zins um 0,25% angehoben auf die Spanne 2 bis 2,25%. Hat noch eine Zinserhöhung in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Hier rechnet man mit Dezember und mit drei weiteren im nächsten Jahr. Man sagt, die Wirtschaft, die wächst derart robust, dass man hier vor einer Überhitzung eben oder gegen eine Überhitzung reagieren muss. Und man hat deswegen die Zinsen weiter angehoben. Der DAX, wie gesagt, jetzt schon 89 Punkte minus unter der Marke von 12.300 Zählern. Damit wieder, das sehen wir auch gleich im charttechnischen Bild, unterhalb des kurzfristigen Abwärtstrends, weil man einfach die Sorge hat, dass die Zinsschritte ja aggressiver und schneller vonstatten gehen als erwartet, und das belastet eben die Kurse. Wir sehen es hier noch, 12.336 ist nicht mehr ganz aktuell. Wie gesagt, dieser Abwärtstrend hier, der droht wieder, oder in den droht der DAX wieder einzutreten, und das wäre kein gutes Zeichen. Wir haben zwar hier in dem Bereich nochmal eine Unterstützung bei 12.150 Punkten, aber wenn die auch unterschritten werden sollte, dann muss man sich wieder mit dem Verlauftief hier im Bereich 11.860 beschäftigen. Wichtig wäre, dass der Markt eben das Ganze, auch das Positive vielleicht sieht, dass die US-Wirtschaft sehr stark wächst, vielleicht sich auch auf die deutschen Unternehmen auswirkt, die ja sehr, sehr, sehr stark in Amerika aktiv sind, einen Großteil ihrer Gewinne auch dort erzielen, zum Teil zumindest. Dann hätte man hier vielleicht die Chance, in dem Bereich 12.6, wo die 200-Tage-Linie verläuft, vorzudringen. Noch, wie gesagt, ist nicht Feierabend, sage ich mal. Noch muss man nicht die weiße Flagge hissen. Aber das Bild hat sich natürlich mit dem Wiedereintritt in den Abwärtstrend verschlechtert. Wir sehen es auch am Schein. Der notiert nur noch bei 8,71 Euro. 8,40 Euro ist Empfehlungskurs, aber auch Stoppkurs. Also bitte den beachten. Das wäre ein Bereich von 12.270 Zählern. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten DAX-Check. Bis dahin.